Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten was auch immer. Ich begrüße euch zu einem weiteren Flipper-Freitag und heute spielen wir das erste Mal Pinball Illusions auf dem Amiga, genau genommen auf dem CD32. Pinball Illusions ist die zweite Fortsetzung von Pinball Dreams, eigentlich dem Pinball-Klassiker auf dem Amiga schlechthin. Es gab dann noch Pinball Fantasies. Aber die beiden wollte ich euch nicht zeigen, weil das kennt schon jeder. Und das hier kenne ich zum Beispiel kaum. Ich habe es gekriegt als CD und nur geguckt, ob es funktioniert. Kenne die Tische aber noch gar nicht. Und deswegen dachte ich mir, das passt doch mal. Schauen wir mal rein. Was ist denn das jetzt? Jetzt, genau. So. Hier haben wir die Tables. Law and Justice, Babe Watch und Extreme Sports. Ich würde sagen, wir halten uns an die Reihenfolge und fangen heute an mit Law and Justice. Bis gleich! Willkommen zurück! Pinball Illusions, Law and Justice, Tisch 1. Wir gucken mal da rein, was das ist. Das Thema ist anscheinend Robocop, Judge Dredd, sowas in der Art. Ist durchaus sympathisch. Gucken wir mal rein, was der so hat. Wie ich ja schon eingangs gesagt hatte, ist das der dritte Teil der Pinball-Reihe von Digital Illusions. Und der erste, der nicht mehr auf dem 500er lief. Die ersten beiden waren ja gestaltet für OCS Amigas, eben 500 und 600, sowas. Pinball Dreams und Pinball Fantasies. Und jetzt in Illusions läuft nur auf AGA Amigas, also 1200, 4000 und eben CD32. Das Witzige hier ist, ich muss das ja mit dem Gamepad spielen. Oder darf. Und ich habe einen Moment gebraucht, bis ich rausgekriegt habe, wie die Belegung ist. Weil ich dachte, eigentlich spiele ich die Schläger mit den Schultertasten. Okay, Tilten hat nichts geholfen. Bei Tilten tut man mit den Schultertasten. Und die Schläger bedient man mit Steuerkreuz nach links und dem rechtesten Button auf dem Controller. Der grüne ist das, glaube ich, jetzt. Oder blau? Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es gerade nicht sehen. Es ist dunkel. Ich habe auch nicht das normale Pad dran, deswegen die Belegung kann abweichen. Also die Farbe, die Farbgebung. So. Gibt es hier eigentlich irgendwie mal ein paar Specials oder sowas? Mal gucken. Das ist halt jetzt, ich bin es nicht gewohnt. Ja? Das sind für mich neue Tische. Und ich muss sagen, die alten Tische habe ich geliebt. Vor allen Dingen die von Pinball Dreams. Ja, den mit dem Steel Wheel Tisch. Den finde ich total geil. Und das hier ist jetzt neu und ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Noch dazu, wo man heutzutage auch ein bisschen verwöhnt ist. Und so Dingen wie Pinball Arcade oder so, die ich hier ja auch zeige. Und hier ist gerade irgendwie nicht so besonders viel los. Das liegt wohl auch ein bisschen an dieser trögen Hintergrundmusik. Aber technisch, also grafisch, ist hier jetzt erstmal nichts dran auszusetzen. Ja? Also das ist wunderschön gemacht. Das macht auch ordentlich Gebrauch von den Farbfähigkeiten. Was geht hier? Ball locked. Cool. Jetzt nur mal keinen dummen Fehler machen. Das ist nämlich etwas, was ich gerne mal sehen würde. Es gab in den alten Pinball Dreams und Pinball Fantasies gab es kein Multiboard. Man hatte immer nur eine Kugel. Und hier hat er das ja jetzt angekündigt. Bin ich mal gespannt. Nein! Ah, Glück gehabt. Oh nee! Scheiße! Das ist ja doof.
Got a high score. Juhu. Ups. Ich hoffe, das erzeugt jetzt keine Probleme. Oje, ich weiß nicht, wie man das jetzt macht. Man kann den Auflösungsmodus verändern. Ach so, okay. Das ist ja blöd jetzt. Ach komm, ey. Was ist denn die Taste, um das zu bestätigen? Jetzt habe ich es übersprungen. Eieieiei. Naja, ist ja nicht so lange her. Ah. Jetzt habe ich das T übersprungen. Ja, es dauert einen Moment. Entschuldigung. Ja, jetzt aber. X, Y, Z. Zack. Game over. Egal, machen wir es nochmal. Ich will den Multiball. Ich habe noch nie einen Multiball bei einem solchen Flipper gesehen. Wie gesagt, weil es das bei den ersten beiden nicht gab und das hier hatte ich ja noch nie gespielt. Das macht mich neugierig. Blow all bombs before the timer reaches zero. Bombs? Wo sind denn Bombs? Gute Frage. Gilt das als Bombblow? Gute Frage. Scheinbar. Okay. Stimmung! Endlich geht hier mal was. Oh nee. Blöd, blöd, blöd. Dass da immer kurz die Musik weggeht, ist komisch. Woran liegt das? Keine Ahnung. The hover is speeding. It is a hover chase. Okay. Jetzt wird die Musik besser. Na? Chaka. Ah, nicht getroffen. Na. Mhm. Chase vorbei. Na ja, gut. Egal. Also unter normalen Umständen finde ich diese Musik nicht schlecht, sie passt nur nicht irgendwie zu diesem Thema jetzt. Ja, als Hintergrundmusik für eine Cutscene oder so, sehr cool. Aber hier in einem Spiel, wo es eigentlich ein bisschen vorwärts gehen soll mit Geschwindigkeit und so, finde ich es ein bisschen unpassend. Egal. Okay. Ricochet. Was heißt das eigentlich? Ach Gott, ey. Vorbei. Schon wieder ein Highscore. Nein, so. Ich glaube, das wird eh nicht gespeichert. Okay, einmal noch.
geschafft. Ich hatte ja mal Pinball Fantasies vorgeführt auf dem Atari Jaguar. Stop Sparky's Fire from Spreading. Und das war witzig, weil das war im Vergleich zur Amiga-Version ein bisschen langsamer. Und habe ich dann gelernt, dass das an den 50-60 Hertz liegt. Die Spiele sind auf den amerikanischen Jaguar ausgelegt und laufen deswegen in Europa. Nein! Scheiße! Schon wieder diese blöde Taste gedrückt. Eieiei. Das darf nicht passieren. Ja, man kann da auf High Resolution stellen. Ach Mensch, jetzt schon wieder passiert. Na, dann lassen wir es mal so. Okay. Dann lassen wir es halt mal so. Dann kann man natürlich mehr vom Playfield sehen. Aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ballot. Combo. Oh nee. Weiter. Das Blöde ist, dass der Multiball dann natürlich, oder die Option auf den Multiball geht dann ja wieder verloren. Schade. Dieses, ach Gott, falsche Taste. Also das war jetzt für die Füße. Das machen wir jetzt mal richtig. Das geht so nicht. So, jetzt sind wir wieder im Großen. Das läuft auch mit dem Steuerkreuz. Und zwar, wenn man das Steuerkreuz nach rechts drückt, dann endet da die Auflösung. Und das ist mir jetzt ein paar Mal passiert. Das ist doof. Ja? Also das hätte man ruhig auf eine andere Taste legen können. Egal. Blow all bombs before the timer reaches zero. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Geht los. Ah, so schon mal nicht. Okay. Das war die erste. Die zweite. Ah. Nein! Ach Mensch! Ich habe heute schon ein paar gespielt, vielleicht liegt es daran. Vielleicht bin ich jetzt einfach ein bisschen unkonzentriert. Habt ihr das gehört? Mein Schwiegervater steht in der Küche und hat genossen. Oh nee. Ah. Schade. Schade, schade, schade. Ich würde sagen, ich mache hier mal Schluss. Law and Justice aus Pinball Illusions auf dem Amiga. Ich bin jetzt nicht so richtig warm damit geworden. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon so viele gemacht habe heute. Oder voreingenommen bin von den alten Tischen, die ich ja sehr mag. Aber irgendwas fehlt mir. Irgendwas stimmt nicht. Mal sehen, wie die anderen werden. Die seht ihr demnächst hier auch. Gibt ja noch zwei. Vielleicht werden die besser. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr trotzdem gut unterhalten wurdet und bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex, und ihr seid die Geilsten. Ciao!
Hat dir dieses Video gefallen? Dann schau doch mal in die Videobeschreibung, dort findest du ganz oben einen Link zur Playlist mit englischen Videos. Außerdem würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst, sofern du das noch nicht getan hast, verpasst du auch nichts. Gibst du mir einen Daumen runter, dann schreib mir bitte wenigstens dazu, warum, damit ich mich verbessern kann. Du findest mich natürlich auch auf Facebook, dort poste ich alle meine Aktivitäten, nicht nur die Videos, sondern auch Veranstaltungen und anderes lustiges Zeugs. Ähnliches ist es auf Twitter. Dort findest du auch andere YouTuber, die ich kenne und empfehle. Und natürlich bin ich auf Google Plus, dort findest du alle meine Videos und ich bin dort auch in diversen Gruppen unterwegs. Also, man sieht, hört und liest sich. Vielen Dank fürs Zusehen.